اکران اکران نیب نشاب حسوانن با اکران En hij kloot die aan met ans touwtranen. Hier wel wie een gouden titan en door wie God kan leren. Welkom, lieve vriend. Welkom te het programma Ekraan. Dankzij dat u vandaag die radio aan je schuld hebt op YouTube. Hoe hebben u ons touw hier aan het touwtje gereden? Veel die gegouden en zie je zijn. Met je is Eduard Giesbrecht en ik heb hier Jenny Lou vandaag als jaast. Ze wil er je schicht vertalen. Jenny Lou, kost je die eenmaal kaart verstellen? Ja, ik zie Jenny Lou Horda. Ik loop maar plata. Ik zie leren van beroep en de rotzooi hier. Sehr fijn. Ik kan die zesde een ganz klein bestje. Nu lekkens der zei, also, dat is wel mooi goed te weten. Die was sehr vriendelijk. Nou ja. Jo, du wärst uns von der Uni Geschichte vertalen, was eigentlich sehr trürig ist. So, kannst einfach mal anfangen. Was hast du zu vertalen? Naja, ich war hier in Paraguay geboren, in Loma Plata, in Okmine Sesta. Als ich ungefähr 5 Jahre alt war, trag wir aus Familie in Kanada. Mhm. Für ein paar Jahre, bloß einfach einmal was andere Tjane zu lernen. Das ist viel deutsche Familie, ist da dann. Ja, mein Paar wieder als Jugendlicher gewesen, habe ich wünscht einfach dort wie ook nog een andere deel van de wereld gaan leren als ja. Plus hier. Door daarvan trok we dan Moldaart aan. Na 6,5 jaar kwam we dan terug naar Paraguay. Wat ja, einfach wens een familie trekt me aan. Zij willen terug, de ouderen, wie ook. Kunnen ons zwar weinig denken, ik en mijn zus van hier, maar ergens wist we toch wel dat we tussen, we willen ook terug. We trokken dan in september aus einer gesunden Familie 3, wo das Schönchen hier dann ans Tüssig merken wollte. Im Oktober wollte ich, dass mein Paar krank wird, wie dachte vielleicht Ripp oder der Waderweizel oder wurde ich immer aus 10 Jahren rechts, die noch nicht so ab von den Älteren ein bisschen kränklich sind. Dann im ich habe einen Doktor genommen und der dachte auch das Verschiedenste, aber die Behandlungen schlugen alle nicht an. Dann hatte sie Verdacht auf Hepatitis, was auch dann letztendlich nicht wir. Wenn man hier dann noch nicht sehr viele Untersuchungen merken kann. Dort wie hier im Chaco. Dort wie hier im Chaco, ja. Ich war dann 11 Jahre. Wenn man dann noch nicht sehr viele Untersuchungen merken kann, dann schreibt sie am nassen Zähnen. Und wir bleiben dann bei Verwandten. Und sie fuhren dann, das meine Eltern. Durch die dann die Diagnose, dass er Krebs im Endstadium hat. So dass wir ganz um einen Typ abgegeben haben. Ja, einer, da gesagt, kam ja. Auch keine Behandlung in Frau, ja. Dass wir einfach, dass wir zählen. Menschliche Seine, ja, einfach. Und ja, also sie kommen dann 3. Wir werden dann auch noch ein Twerstartchen was, aber ich komme alle Typ 3 und habe hier noch ein paar Wege Typ. So, ich weiß nicht ganz genau, wie viel dort wäre. Wie heißt Hüß oder im Krankenhaus? Nein, wie im Krankenhaus. Okay. Ich habe erst einmal mal in Hüß gekommen. Wie für die Weihnachten ab Intensivstation. War ja, ein ganz besonderes Erlebnis wie. Und heute starb dann. Am 5. Januar, also. Kurz noch nie, ja. Gerade vor einem Monat Luther, nachdem wir drei gekommen wären, ja. So, dort ging es auch busig, aber wir haben sie. Gut, was sehr schwer war, sondern du wirst 11 Jahre sitzt du? Ja. Und deine Schwester, wie war alt? 7 Jahre. Und die wir haben nicht mehr eine Schwester, so? Nein. No. Okay, dann wir wären bloß wie beide Schwestern. Und danach deine Mutter. Ja. So, wo ging es dann wieder? Na ja, wie haben sie dann wieder gelebt, sag ich mal. Was mich, wo ich nur nachhinein sagen kann, wie heute eine Gnadenzeit. Wir können einfach diese Zeit, wo ein paar krank wird, hier sich vielleicht nicht scheuen, wenn man sagt, Gnadenzeit, aber ich habe das Wort mittlerweile Schatz gelebt, wenn es, wir können Aufschied nehmen. Ich sehe uns dort, dass ich gestorben wurde, ich sehe uns wortlos wie, und was ich auch wieder von uns erwartet. Und
Naja, aus denen nicht kennt, weiß ich doch nicht sehr bewusst, aber im Nachhinein wollte ich doch, ja, das hat mich persönlich erst viele Jahre, viele halbe. Und heute ist es einfach seine Zeit wieder ein. Und sagte, du bist gut. Und wenn Gott auf der Irgendwas mit dir fährt, und wenn die erst, wenn die Zeit erst ein ist, und die Abgehör fällt, erst dann, wo die hier herankommen. Und darauf freut mich. Und so eine Mal, wird Gott hier nicht nochmal ans Verhaft. Danke, ich habe wieder im Himmel Weihnachten feiern. Ja, kreit. Weil ich nicht im Krankenhaus. Ja, kreit. Eieiei, das ist sehr, ich kann mir das nicht vorstellen, meine Eltern zu begraben eines Tages. Es war das wahrscheinlich so was sein, wenn sie viel jünger sind, dass es immer so passiert hat. Aber ich habe mir das mal einmal vorgestellt und ich will immer Fuß abhören zu denken mit das. Nicht mal das denken, irgendwie scheint. Und was hast du geliebt, oder es vielleicht ein schweres Wort, aber was deutet das in deinem Leben? Was lehrt dir das in deinem Leben? Na, so viel. Aber ich glaube, die Leute kommen einfach sagen, dass Gott ist in Kontrolle. Gott hat das. Er hat uns niemals alleine geladen. Er hat dadurch, glaube ich, eine ganz besondere Beziehung mit Gott. Ich wollte, dass Gott mich geformt hat. Das ist eine Geschichte, die ich mir niemals gewünscht habe. Aber Gott wollte, wo das passt ist. Und er hat mich eben geformt, uns alle geformt dadurch. Und das ist eben... ja, Gott ist in Kontrolle. Ja, das ist der Weg, was er für dich rein hat. Ja, Gott hat mich geformt, dass er uns alle und einfach diese Gewissheit, durch die Erfahrungen zu kriegen, Gott ist mit dir und er lässt dich niemals allein. So weit auf, was du dir gesperrt von dem. Sieh. Hey, hast du. Das ist schön zu hören, dass, dass die als Familie nicht wegrennen von Gott, als das passiert ist. Oder klar, ich wollte Gott nicht verstehen haben, aber das wollte ich nicht versiegt zu sein. Aber dass die Tagore lässt, und alle, so wie das ich meinst, deine Schwester kann und die kann und ich glaube auch deine Mutter, was zu sagen, die haben alle entschieden, an Gott vorzuholen. Und, und dort ist es aber scheinbar zu sein, wenn es einmal was anderes zu sein, dass Menschen wollen Gott weichschmieden und weichrennen von ihm und das Leben, das scheine Leben mit Gott tachlöten. Und das freut mich, dass das meinst von dir also erst, dass die dicht über Gott sind. Ja. So, zu den Tau hier, was vielleicht eine Mutter begrüßt hat, oder ein Vater begrüßt hat, oder ein Kind, oder ein Bruder, oder eine Schwester, was kostet denn sei? Jede Situation ist verschieden. Jede Person die hat mit Trauer verschieden an. Ich möchte mit, nehmen die Zeit zum Trüren. Aber komm bei dem Punkt, wenn es Mama sie einmal war, entschlüsse. Wo will ich nicht sein? Und ich bin dankbar, dass ich war bei dem Schluss kommen kann. Gott, du bist Gott. Und nicht ich. Und dort wünsche ich jedem, dass wir einfach einmal war bei dem Punkt kommen können. Dein Wille geschehe und dass Gott Gott ist. Und nicht ich. Exakt. Hast du noch ein Schlusswürden, mitmerkende Würden? Ein Tag habe ich einmal nehmen und einfach sich formen lassen von Gott, was er immer verhaft. Sieh, und das ist die Jerozog-Ferm-Interview zu mir sieht, das Leben hört nicht ab. No. Das Leben hört nicht ab. Das geht wieder und lebt das einfach wieder. Und ich würde sagen, auch zu Menschen, die wem begraben haben, lässt die das schon gut, auch eine Zeit lassen. Aber auch wenn Menschen glauben, die das nach einmal heilen, aber wenn du mal einen Schein da hast, dann lässt dir einfach Schein gehen. Das nicht, dass die Menschen glauben, dass die so die Schwert antreiben und Trödigkeit lassen. Lässt das nicht von Menschen, die hier sein. Das ist bloß eine Sache, was ich nach dir tun wollen sei. Ich sage Dankeschön, dass du von der Autobie warst. Auch Dankeschön, Jenny Lou. Mach Gott dir auch sehen und auch deine ganze Familie. Und auch an die Leute hier. Wenn du wen begraben hast, dann sagst du, ich weiß,
dort als er schwor. Sie getreist von Gott und lebt das Leben wieder. Ein Tag hat man uns Jenny Lusay. Ich kann das sehen, bei das nächste Mal. Ciao, ciao. Dankeschön, dass du von der Odu bist. Wenn du Frauen hast, wo du mitteilen wirst oder ein Zeugnis geben wirst, dann schreib uns im WhatsApp nur Meierteken 591-7788-4479 oder schreib uns im Facebook oder in E-Mail nur ekran@gmail.com.